Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Minecraft in New Life. So, hier ist mein letztes Mal stehen geblieben. Ich würde sagen, wir machen hier einfach weiter. Die Mobs sind ja schon wieder da. Ich drehe am Rad, ey. Was soll denn die Scheiße? Ich hab doch da unten alles ausgeleuchtet. Verdammte Kacke. So, nee, warte mal. Nein. Glas wollten wir machen. Haben wir Glas irgendwo? Ey, ich mach mir jetzt erstmal hier eine Kiste, ne? Ist ja nervig, dass die ganze Zeit das Inventar irgendwie voll ist. Die stellen wir erstmal da rein. Dann machen wir das rein. Tintenbeutel. Brauchen wir nicht. Kohle haben wir noch. Perfekt. So, 27 Glas. Das müssten wir auch noch wegmachen. Hier haben wir 3. Warte mal. 1, 2 und 3. So groß müsste es dann werden. Dann müssten wir das hier alles noch wegballern. Gut. Dann machen wir das Ganze mal. Und dann machen wir hier theoretisch überall Glas rein. Na, ist das. Das muss dann auch weg. So, dann kommt da Glas rein erstmal. Na? So. Hier kommt dann eine schöne Glasfront hin. So, 2 und wir könnten 3er machen. Genau, 3 müssen wir ja machen, haben wir gesagt, ne? 3. Nee, das passt so. Das passt so. Oh, dann machen wir das auch nochmal weg. Da habe ich irgendwie was falsch gemacht. Keine Ahnung. So. Machen wir das nochmal weg. Und dann... Huch, der war jetzt falsch. Der hätte da bleiben müssen. Nein. So. Gut, ab hier... Ah, das Problem ist, das klappt hier nicht. Ich müsste... warte mal. Da dann noch auffüllen und hier auch noch eins in die Breite gehen. Ach, scheiße. Scheißen-Trick. Ich glaube, ich muss hier echt noch eins rüber, dass das Ganze funktioniert. Warte mal. Machen wir wieder hin. So. Dann machen wir hier zu. Und das kommt dann nämlich weg. So, das kommt dann weg. Das heißt, wir machen hier Glas hin. Und hier kommt das hin. Verdammt, da müssen wir das ganze Glas jetzt wieder wegmachen. Nein, das schöne Glas. So, okay, dann machen wir erstmal hier. Dann machen wir erstmal hier 2 weg. So. Das haben wir. Dann wird doch gelacht, wenn wir das hier nicht hinkriegen würden. Gut, dann kommst du weg. Und wir lassen 2 frei und machen dann hier einen hin. Und da kommt dann auch nämlich nochmal 2-mal Glas rein. Ab der Höhe, warte mal. Der Höhe. Ja, es leckt ein bisschen mit Shader. Aber es sieht halt echt viel, viel geiler aus mit Shader. So. Muss man echt mal langsam einen anderen Prozessor kaufen. So, dann machen wir das Ganze nämlich so, so. Gut, dann haben wir das. Dann muss das hier alles erstmal... dann können wir uns nämlich Türen machen. Warum habe ich nicht 6 Türen gemacht? Ich bin ja auch so dämlich, ne? Theoretisch könnten wir aber auch da oben drüber Glas machen. So. Ja, 2, 1. Ja, passt. Das passt sogar. Wo habe ich meine Spitzhacke? Da. So. Das passt. Dann da 2 frei. Das heißt 1 und 2. So. Dann stimmt das. Dann müssen wir das hier alles wegklopsen erstmal. Ja, wir können jetzt auch drin machen, aber wenn, dann mache ich es jetzt schon mal. Boah, das wird jetzt wieder so ewig dauern, ne? Ich glaube, das wird auch wieder so ein Mega-Projekt. Bis das mal alles fertig ist. So. Das wird echt ein Mega-Projekt. So. Machen wir hier. Was war denn das? Ach du Scheiße, ist das der... Ein Seemonster! Ein Seemonster!
Machen wir das hier noch rein. Das alles rein. Das rein. Das rein. Das rein. Ja, gut. Ton. Warum habe ich Ton mitgenommen? Ich mache mir noch mal kurz eine spitze Hacke. So, eine spitze Hacke. Da kommen wir uns gleich zwei. Wir sind mal spendabel. Wir werden es eh brauchen. Und hier müssen wir dann alles komplett wegballern. Ich baller jetzt erstmal durch hier. Ist ja gar kein Problem. So, irgendwann werden wir irgendwo rauskommen. Es dauert halt nur ewig. Es frisst halt so viel Zeit jedes Mal, ne? Den ganzen scheiß Berg wegzumachen, wenn ich vielleicht woanders da bauen soll. So. Dann haben wir's. Dann haben wir das jetzt aber. Gut, dann machen wir das. Jetzt ist halt die Dierspitzhacke echt Gold wert. So. Aber ich hab doch, warte mal, ich hab doch Dias und hab doch eigentlich noch genug Level. Wo habe ich denn die Dias hin? Ich repariere mir jetzt meine Dierspitzhacke. Damit geht's um einiges schneller. So, warum stelle ich mich eigentlich immer so an? Nur weil ich die Dias sparen will. Waren die hier unten, die Dias? Ja, moin. Yes. Wie kommen denn die Spinnen jedes Mal hier rein? Boah, dann leuchte ich halt hier auch nochmal aus. Aber die Dias, da sind die Dias. Okay. Jetzt brauche ich nur noch meine Spitzhacke und einen Amboss. Wo war die Spitzhacke? Hier. Damit geht es nämlich um einiges schneller. Das Ding da oben, das kommt wieder weg. Ist richtig hässlich. So. Solange wir hier noch kein Kloster haben, können wir ja mit Fackeln arbeiten. Wir könnten auch theoretisch hier überall alle zwei, drei Dinger Kloster reinballern. Würde auch funktionieren. So. Komm mal her hier. Das und das. Gut, FE1. Jetzt hat sie wieder ein bisschen Durability. Zwar nicht viel, aber immerhin. So, damit geht es dann natürlich auf jeden Fall mega schnell. Wir können uns hier auch so eine Art kleine Brücke rüberbauen. Von hier theoretisch. Müsste nämlich funktionieren. So. Komm mal her hier. Jetzt flitzen wir hier nämlich durch. Oder auch nicht. Ja, das geht um einiges schneller als mit der Eisenspitzhacke. Ja, kann ich nämlich nix. Okay, Ewigkeiten, die Scheiße abzubauen. So, ist ja dunkel. Nein. Warum wird's denn dunkel? Was soll denn das? Verdammt. Alter, das ist halt hier echt hoch, ne? Gut, das können wir später von oben machen. Machen wir jetzt erstmal hier das. Hier unten die zwei. Sollten echt mal was anderes als Dias rausbringen. Was viel länger hebt. Irgendwie hebt Dia nicht so lange, finde ich. Okay, es ist dunkel wegen Pen. So, wenigstens haben wir jetzt auch eine Tür. Ach, gute Nacht mit der Fackel in der Hand. Und dann nachts die Nase verbrannt. So. Wow. Alter, hier ist überall Kies. Was soll denn das? Schnell durchflitzen hier. Dann gut. Wie weit müssen wir noch hier? Okay, dann müssen wir das auch alles hier noch wegklopfen. Ach du grüne Neune. Naja, aber es muss ja gemacht werden, ne? Wir wollen es ja auch schön haben hier. Wir wollen es ja echt schön haben. Boah, es leckt halt echt nur manchmal wegen dem scheiß Shader. Ich muss da echt mal einen anderen Shader suchen. Einer, der nicht so krass Leistung zieht. Wenn ihr da wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr dann einen schönen Shader kennt, aber der echt nicht viel Leistung zieht. Weil ich habe jetzt den Zeus Renewood Shader drin.
Der jetzt sieht irgendwie richtig viel. So. Dann machen wir das auch noch weg. Ich frage mich gerade, ob es nicht einfacher mit TNT wäre. Aber dann würden wir halt noch Löcher in den Boden sprengen, ne? So. Und ich hoffe, dass da unten, wo ich ausgeleuchtet habe, echt keine Mobs mehr spawnen, weil das ist richtig nervig. So. Ich glaube aber, es wird echt nicht ausbleiben, dass wir den ganzen Berg hier links abbauen. Das wird definitiv, glaube ich, echt nicht. Also hier ungefähr bis dahin, dann wird das alles wegklopsen müssen. Ich glaube, das sieht dann nämlich richtig schäbig aus. So. Machen wir das alles noch weg. Hier oben muss ich auch noch alles wegmachen. Verdammte Axt. Uiuiui, das kann ja lustig werden. Es fällt mir eben gerade ein, dass ich oben drauf hier auch noch alles wegballern muss. Ach du Scheiße. Der Berg ist halt mal wieder so riesig groß, ne? So. Ah, hier muss ich zum Beispiel auch alles wegballern. Jetzt haben wir bis ungefähr hierhin. Verdammt. So, bis dahin könnte man theoretisch machen. Machen wir das alles noch schnell weg. Auf jeden Fall kriegen wir wieder ein bisschen Erde, das ist gut. Mal Erde brauchen würde, hätte ich auch nie gedacht, ne? So. Na komm. Kies. Kies ist gut. Wir brauchen nämlich, brauchen wir noch für die Wege. Und wir müssen ja hier auch noch einen Weg hinbauen. Hier. Das kann auch noch weg. Ich sag ja, das sieht halt so richtig abgeschnitten aus. Wir müssen das unbedingt alles hier wegklatschen. Aber jetzt mache ich erstmal das. Das können wir ja dann in den nächsten Folgen machen. Jetzt machen wir erstmal, dass der Eingang hier überhaupt erreichbar ist. Und dass es nach ein bisschen was aussieht. So. Das muss auch alles weg. Ach du grüne Neune, ey. Das habe ich mir da schon wieder vorgenommen. So. Und hier müsste man theoretisch auch alles voll mit Erde machen, ne? Deswegen brauchen wir die Erde auch. Aber wenn da jetzt auf einmal Stein kommt, das ist, sieht ja auch richtig schäbig aus. So. Na komm. Machen wir das hier weg. Wir haben es gleich. Perfekt. Okay, wir haben nicht mal mehr Platz hier. Alles da in die kleine Kiste reinpacken. So. Das werden wir brauchen. Das werden wir alles brauchen. Einen Brunnen würde ich auch noch gerne bauen. Hm. Könnten wir ja auch theoretisch irgendwo hinbauen. Leider kann ich das, die Bergbude nicht weiter wegbauen, weil es hier irgendwie keinen guten Berg gibt. Aber das reicht ja auch. Das reicht ja auch. Ich glaube, die Bergbude wird irgendwie mein Lieblingsprojekt. Muss man mal gucken, wie man das mal eine Unterwasserbasis. Hätte ich auch mal richtig Bock drauf. Aber puh, das würde Ewigkeiten dauern, ne? So. Dann haben wir das schon mal. Dann müssen wir jetzt nur noch das hier oben drüber wegmachen. So, das da. Und dann haben wir es geschafft. So, machen wir das hier noch ein bisschen weg. Boah, immer diese Riesenberge, ne? So. Die Frage ist, wie weit muss ich denn hier? Ungefähr bis hier. Es muss alles weg, leider. Verdammt. Ich komme da gar nicht dran von hier. Nein! So.
Okay, warte mal. Ich steck mich mal kurz hoch mit Erde. Dafür ist die Erde gut. So. Toll, ich habe keine Dias mehr. Ich brauche mehr Dias unbedingt. Ich muss mal auf Stream mehr Mine gehen. Ich habe bis jetzt aber leider keinen Dias gefunden. Schon dreist irgendwie, oder? Gut. Na, wir haben es ja gleich. Viel ist es jetzt nicht mehr. Können wir auch gleich mitmachen. Machen wir das nämlich hier alles weg. Jo, von wegen viel ist es nicht mehr, ne? Gut, weißt du was, das machen wir in den nächsten Folgen. Ich mache jetzt erstmal hier weiter in der Bude. So. Wie weit machen wir die Bude? Machen wir sie so weit wie hier? Von der Breite her? Warte mal. Das wäre dann bis hierhin. Das wäre bis dahin. Das wir dann so breit machen. Die Frage ist, reicht das von der Breite her? Die Länge können wir ja, wie wir wollen. Und hier ist es dann bis dahin, ne? Ne, warte mal, bis wohin ist denn das? Eins, zwei, bis dahin. Da müssten wir außen noch Steine reinpacken. So ungefähr. So. Dann müssten wir hier hin. Warte mal. Nach dem Fenster sind's. Nach dem Fenster sind's zwei. Genau. Eins. So breit wäre das Ganze dann. Habt es von der Breite her reicht? Ja, müsste, ne? Sind es nicht hier auch zwei nach der. Genau. Da habe ich aber einen Fehler gemacht. Warte mal. Eins, zwei, so breit wäre es dann. So. Das wäre dann so breit. Ja, könnte echt von der Breite hinpassen. Hinkommen. Man kann das Ganze ja echt mit der U-Bahn dann noch verbinden. So. Gut, ich nehme jetzt mal wieder die, ne, dass mir die Dier speziell kaputt gehen. Und da haben wir Effe drauf. So. Ja, noch sieht das Ganze natürlich echt klein aus. Und hier müsste man auch zumachen. Ich brate mal eben noch kurz ein paar Steinchen. So. Gut. Das machen wir dann die Tage auch noch weg. Hier kann auch noch ein bisschen was weg. So. Okay, also 1, 2. Hier in die Richtung müssen wir. Wie viel ist denn das bisschen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Von hier sind es 6. 2, 3, 4, 5, 6. So, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt. Na gut. Fast 5 sind es. So. Und hier können wir dann auch alles mit Holz auskleiden. Von der Höhe müsste das eigentlich auch passen. Dass wir dann vielleicht sogar noch eine zweite Etage reinmachen können. Ja. Nur die Seite hier ist ein bisschen klein, finde ich. Hier haben wir so viel Platz. Ja, das Problem ist halt, weil hier das Wasser ist. Das ist das Problem. Wie weit komme ich denn hier noch raus? Eins. Weiter geht's leider nicht, oder? Ja, doch, so. Dann wird es wenigstens ein bisschen stimmen. Von der Breite her. Aber hier dann halt nicht mehr, ne? Verdammt. Hier können wir dann vielleicht so machen. Dann sieht man leider den Sand hier nicht mehr, aber was soll's. So, die Feinarbeiten können wir ja dann später irgendwann machen. Gucken, dass wir jetzt hier mal ein bisschen Patte geben. Boah, Bruder. Komm schon. So. Wir uns hier erstmal durch. So, damit ihr was seht. Ich weiß ja, warum YouTube die Videos immer dunkler macht. Kein Plan. Ist echt strange.
machen wir das noch weg. Dann müssen wir natürlich auch die komplette Erde hier. Na toll. Na toll. Es ist dunkel. Ich gehe mal schnell pennen. Ah, gute Nacht. Mit der Axt in der Hand. Falls jemand kommt. So. Warte mal, wir machen das Ganze einfach so. Wir machen das Ganze einfach so. Und machen hier einfach dicht. Nein, so, du kommst weg. Nein. So. Gut, dann müssen wir hier noch. Das Problem haben wir jetzt halt leider überall. Ne? Ich meine, ich könnte auch hier machen. Dann hätten wir hier auch noch ein bisschen mehr Platz. Ja, ich glaube, das mache ich sogar. Hier ein bisschen aufforsten. So. Wie gesagt, die Feinarbeiten machen wir dann in einer anderen Folge. Oh. Ey, der Shader, es leckt so hart. Der Kack-Shader, Mann. So, gib mal Erde. Gib mal die Erde. So. Gut, dann kann man das auch alles hier wegmachen. Dann haben wir hier nämlich nochmal mehr Platz. Oder auch nicht. So. So. Hier kann man auch wegmachen. Gut. Boah, das ist so verwinkelt und alles. So eine Cave. Nenne ich es jetzt mal. Man weiß gar nicht, wo man überhaupt anfangen soll und weitermachen soll. Verdammt. Eisenspitze haben wir. Die ist nämlich echt fast kaputt. So. Na komm. Okay, warte mal, bis hierhin haben wir gesagt, ne? Nein, was mache ich denn hier für ein Bullshit manchmal? Dann mache ich das jetzt schon mal hier. Ich weiß halt nicht, wie hoch ich hier gehe. Deswegen mache ich einfach hier nur mal schon mal einen kleinen Anfang. So. Ob das jetzt komplett hier drin mit Holz gut aussehen wird, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss ab und zu mal noch ein paar Steinpfeiler lassen. Ich gucke einfach mal. So, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Haut rein und tschö mit Ö.